Digga, was soll das werden? Kaffee Orange? Lass mich raten. Du hast Sarah von dem Brief erzählt und sie hat scheiße reagiert, oder? Ja, was machst du denn noch hier? Mann, ich schmeiß den Laden und du befolgst Regel Nummer 1 in Krisenzeiten. Reden. Was für Leute ausnahmsweise Regel Nummer 2 gilt? Lass mich in Ruhe, ich will nachdenken. Das ist der typische Fall für Regel Nummer 3. Frauen sagen immer das Gegenteil von dem, was sie denken. Hi. Hi, willst du was trinken? Nee, ich habe ein Assa gelesen. Ihr sucht eine neue Bedienung? Ah, das ist Chefsache. Hi, ich bin Gregor. Miriam. Hast du schon mal im Service gearbeitet? Ja, bei uns in der Schulcafeteria. Toll. Oh, schön, Sie zu sehen. Bitte. Für mich war der Orangensaft. Entschuldigung, klar. Für mich dann auch bitte ein Glas Wasser. Kommt sofort. Füll doch bitte schon mal den Fragebogen aus, ja? Name, Adresse etc. Dankeschön. Sarah ist gerade raus. Ja, sie wollte ihre Ruhe. Wahrscheinlich ist sie spazieren gegangen. Hm. Vielleicht auch zu Leonard. Christian, dann kann ich es auch nicht ändern. Sag mal, liebst du sie überhaupt? Natürlich. Nichts auf der Welt. Aber das Einzige, was jetzt angesagt ist, ist Geduld, Vertrauen und der Glaube an ein Happy End. Achso, hier geht noch was raus. Entschuldigung. Hier. Dankeschön. Ciao. Nichts passiert. Dann müsste ich sowas doch eigentlich können. Balancieren meine ich. Ich bin nämlich vage. Also vom Sternzeichen. Und deshalb? Ja. Soll ich mich doch lieber übernehmen? Ich komme hier alleine klar, Gregor. Christian, wie oft denn noch? Es ist alles bestens. Und was, wenn nicht? Wenn Sarah und Leonard... Wenn Sarah sich für Leonard entscheidet, dann ist das eben so. Dann werde ich damit klarkommen. Und hier findest du die Flaschenbiere, außer das bleifreie Zeug. Das ist bei den Softdrinks. Bleifrei? Ja, alkoholfrei. Ach so. Sag mal, kann es sein, dass du Löwe bist? Dein Sternzeichen. Ja, ich wette, du bist Löwe. Die sind mich alle mal total humorvoll. Ich hab's nicht so mit dem Astro-Zeug. Wahrscheinlich bin ich Stier. Ach, Stier? Oh, dann werden wir es bestimmt gut verstehen. Stier und Waage können super miteinander. Hm, was du nicht sagst. Ehrlich, ich hatte mal einen Freund, der war Stier. Und auf den konnte ich mich immer 100% verlassen. Nur als ich Schluss machen wollte, wurde es etwas kompliziert. Er wollte einfach nicht einsehen, dass es aus ist. Miriam, ich glaube, Tisch 3 will zahlen. Das ist Tisch 4. Was ist denn mit dir los? Überhaupt, solltest du nicht mit Sarah auf der Tafel von Carlas Baby sein? Richtig, ja, aber ich habe Abrechnungen hier zu machen. Viel, wegen sowas verpasst du die Tafel und lässt Sarah da alleine sitzen? Das Zeug erledigt sich nicht von alleine und ich muss es machen. Christian, steht dein Angebot noch? Ja, hab ich doch gesagt, ich komme hier alleine klar. Jetzt mach dich doch nicht so fertig. Ist doch noch gar nicht gesagt, wie Sarah sich entscheidet. Vergiss ja nicht zu schreiben, sonst lassen wir dich von Kopfgeldjägern jagen. Und nicht nur zu Weihnachten. Ich bombardiere euch mit Postkarten, ganz ehrlich. Ich wusste gar nicht, dass du schreiben kannst. Ah, komm ich also zurecht. Du bist noch nicht weg. Ja, ihr seid echt verrückt, Leute. Ich wollte nur mal ganz kurz... Kurz ist gut. Wenn du wiederkommst, kann Sophia laufen. Ja, und vielleicht existiert Brandnerbau dann schon gar nicht mehr. Ohne seinen fähigsten Mitarbeiter. Donnerwetter. Sag mal, bleibt's denn bei deiner Kündigung oder sehen wir dich alle heute Abend schon wieder? Keine Panik. Diesmal gehe ich wirklich. Und Sie werden dann endlich merken, wer die ganze Zeit die Drecksarbeit gemacht hat. Ja, da, für die letzten 2 Wochen. Plus Sonderzulage für besondere Verdienste. Super. Danke. Die kann ich echt gut gebrauchen. Danke. Für dich, damit du immer wieder den Weg zu deinen Freunden zurückfindest. Kommt, ich war doch froh, dass ich euch eine Weile nicht sehe. Dann hau mal rein.
Lass dich hier nicht blicken, bevor du mit deiner Lady nicht mindestens 20.000 Kilometer abgerissen hast. Das ist der Plan. Okay, Leute. Born to be wild. Danke. Und du hast ja auch mal gekellnert? Mhm. Sah der Laden aber noch komplett anders aus. Das ist ja witzig. Und, alles im Griff? Klar. Keine Katastrophen? Heute noch nicht. Ich hab dir ja gesagt, wenn du es einmal drauf hast. Wer ist denn das? Ach, das ist Miriam. Am Anfang war alles ein bisschen chaotisch mit ihr. Aber jetzt hat sie es voll... Ups. Drauf. Soll ich dir helfen? Nee, ich mache das nicht. Dann kann ich diese Frau einfach nur erwürgen. Wen, Olivia? Was bildet die sich eigentlich ein? Was hat sie denn jetzt schon wieder angestellt? Sie mich aus der Wohnung werfen. Sie sagt, das ist ihr Haus, sie kann machen, was sie will. Totaler Blödsinn. Als Mieterin hast du auch Rechte. Und wenn nicht, rede ich nochmal mit Lars. Oder du ziehst einfach zu mir ein. Jetzt warte einfach mal ab. Wahrscheinlich hat Olivia das gar nicht so gemeint. Die ist manchmal ein bisschen impulsiv, aber eigentlich echt ganz okay. Ist ja nett von dir, dass du deine Cousine verteidigst. Aber es hat sie nicht verdient. Ihr kennt sie nur nicht richtig. Doch, leider viel zu gut. Weißt du, wie sie an das Haus gekommen ist? Keine Ahnung. Sie hat nicht nur Andi vorgemacht, sie sei schwanger, sondern auch Ansgar. Was? Ja, Ansgar Graf von Lahnstein denkt, sie sei schwanger von ihm. Nur deshalb hat er ihr das Haus geschenkt. Aber ansonsten ist Olivia voll in Ordnung. Jetzt geh schon hin. Das kann ich doch nicht bringen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Du hast es echt gut, umsonst um die ganze Welt und wirst auch noch dafür bezahlt. Auf so einem Kreuzfahrtschiff ist auch nicht alles Gold. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe keinen Job mehr und wäre fast unter der Brücke gelandet. Oh, tut sie so, als hätte sie betteln müssen, um bei uns unterzukommen. So ein Quatsch. Du weißt ganz genau, dass ich dir mein Leben lang dankbar sein werde. Aber hätte Lars mir kein Asyl gewährt, würde ich sofort mitkommen und mit auf deinem Kahn anheuern. Hey. Ich würde dich natürlich auch mitnehmen. Lisa? Kann man dir irgendwie helfen? Ja, ich habe nur gehört, dass du bald wieder fährst und ich wollte mich bloß verabschieden. Was ist das von dir? Setz dich doch zu uns. Echt? Ja, bring deine Freundin auch mit. Wir haben uns doch schon auf der Taufe gesehen, oder? Du bist die Tochter von Susanne. Das weißt du? Ja, das ist nicht alles. Ich weiß auch, dass du mal mit Andi zusammen warst. Ah, schon lange nicht mehr. Lisa ist solo im Moment. Du kannst also zuschlagen. Das ist leider mein letzter Tag in Düsseldorf. Sonst würde ich keine Sekunde zögern. Hey, was sind denn das für Sitten? Du hast mir gar nicht erzählt, dass wir deinen Abschied feiern. Das wird schon seine Gründe haben. Wo geht eigentlich dein nächster Turn hin? Also ein Gutes hat die Sache doch. Olivia hat es auf jeden Fall geschafft, dass ich dich jetzt ganz für mich habe. Dann kannst du dich ja gleich morgen bei ihr bedanken. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich sie erstmal gar nicht mehr sehe. Wir müssen doch morgen noch meine restlichen Platten aus dem Club holen. Okay, Coco, aber danach will ich den Namen Olivia erstmal gar nicht mehr hören. Hast recht. Aber irgendwie kann sie einem auch leid tun. Ach, Coco, sag mal, hast du Fieber? Sie liebt Andi wirklich. Ja, dann hat sie aber eine ganz besondere Art, ihm das zu zeigen. Ihm Kind unterzuschieben. Ich glaube sehr, sie hat ja einfach nur Angst, dass Andi sie verlässt. Ja, das hat sie auch gut hinbekommen. Aber weißt du, was ich glaube? Du bist einfach viel zu gut für diese Welt. Mitleid mit Olivia, hallo? Wenn du dir um einen Menschen auf der Welt keine Sorgen machen musst, dann ist das die. Hier, die ist doch gut. 600 Euro für 28 Quadratmeter, geht's noch? Warum? Du bist doch jetzt bald Star-Kellner im Schneiders. Moment mal, er sieht ja aus wie Oliver. Was ist Oliver? Was machst du denn noch hier? Verzweifelt deine Wohnung suchen. Gehst du nicht auf große Fahrt? Wenn hier Land unter ist? Was soll denn der Spruch jetzt? Ist auch eine Tatsache. Du redest nicht mehr mit Charlie, sie ist total fertig. Jedenfalls lege ich keinen gesteigerten Wert darauf, noch etwas mit deiner Tante zu tun zu haben. Und daran wirst auch du nichts ändern. Habe ich auch nicht vor. Trotzdem bleibe ich hier. Wenn ich ein bezahlbares Erdloch finde. Oliver, Gregors Zimmer steht leer. Du bist ja immer noch mein Neffe. In Krisenzeiten hält die Familie dann doch noch zusammen. Das lässt mich hoffen. Das Blueis brennt! Was? Wie kommst du da drauf?
Ich bin gerade vorbeigelaufen, steht komplett in Flammen. Was? Der kürbt die Wohnung?